for English subtitle. Push the subtitle button. Ja, hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Ich bin für euch hier wieder um die halbe Welt gereist. Genau genommen zur Reptilien-Auffangstation nach München. Ich drehe mich mal im Kreis, dass man es alles ein wenig sehen kann. Beziehungsweise genau genommen, hier sind wir im Tierheim München. Also das ist die Außenstelle von der Reptilien-Auffangstation. Hier im Hintergrund seht ihr das Exotenhaus. Also das Ganze ist in Dagelfing, ne? Das ist nicht die Hauptstelle, sondern wie gesagt so die Außenstelle. Ich wollte schon lange mal hier vorbei das ein bisschen zeigen, ein bisschen vorstellen. Ne? Reptilienauffangstation München kennt ihr sicher alle, ist allen Begriff. Bestimmt die größte deutsche Reptilienauffangstation. Und da gebe ich euch mal ein bisschen Einblick heute. Also die Münchner haben ja nicht nur Reptilien, sondern auch Säugetiere. Jetzt ist heute zufällig Abholtag von diversen Waschbären. Und da war jetzt gerade ganz schön Waschbär-Einfang-Action. Habe ich leider verpasst. Aber jetzt haben die Bären und wollen die hier. Der eine steckt hier in der Kiste. Guck mal hier, die Kiste da hinten. Da ist er drin, das Waschbärchen. Und der soll jetzt hier raus. Also ich glaube, es reicht alles nicht. Aber die Jungs und Mädels sind überzeugt, es reicht vom Platz. Jetzt wird es gleich spannend, ob das wirklich reicht. Musst du mit der Tür aufpassen wegen Dobby, dass der nicht rauskommt, oder was? Ja, aber der. Okay. Zeigen wir nochmal hier den Dobby, der hängt da oben, guckt sich das alles an. Ja, wie abgemessen. Hey, ich hätte jede Wette gemacht, ihr kommt da nicht durch. Mein Augenmaß mich getrügt. Also, ich hätte die Wette haushoch verloren. Das Waschbärchen in der Kiste kann in seine neue Heimat. Ihr seht auch, die sind gerade bemüht, das weiter auszubauen. So soll das neue Exotenhaus bald mal aussehen auf dem Plakat. Also es geht hier auch nicht nur um Reptilien. Also mittlerweile die Auffangstation, man sieht es hier am Schild zum Beispiel auch, Reptilien und Exoten. Also auch andere Tiere. Wie gesagt, gerade als Beispiel hier diese Waschbären. Ja, sieht man jetzt nur von außen, das Waschbärhaus. Also die haben es halt immer mehr auch mit anderen exotischen Tieren zu tun. Nicht nur die Reptilien müssen aufgefangen werden. Ach, pass mal auf, den habe ich schon auf der Webseite gesehen. Ein Weißhandgibbon. Danach haben wir Fragen, ob ich da vielleicht noch ein wenig näher ran kann. Ey, so ein hübsches Tier, sind wir uns natürlich einig, der hat weder hier in der Auffangstation noch in irgendeinem Wohnzimmer was verloren. So ein Tier, ich glaube, also meine Meinung, so viel Platz kann man dem gar nicht bieten, dass der glücklich und zufrieden ist. Ich glaube, da sind wir mit unseren Reptilien wirklich in Anführungsstrichen das kleinste Problem, beziehungsweise meiner Meinung nach eigentlich kein Problem. Also hier geht's hoch. So, hier geht's rein. Sieht schon nach Terraristik aus. Ach, guckt, das hier ist der Tom. Genau. Tom Türbel, gell? Genau. Thomas Türbel. Servus Stefan. Hi Tom, schön, danke, dass du mich hier gerne. Empfängst, uns ein wenig rumzeigst. Wir sind hier im Exotenhaus bei uns. Wir haben ja drei Standorte, einmal Kaulbachstraße, Celonia und hier unser Exotenhaus, wo wir einige große Riesenschlangen haben. Ich denke, das wird dich besonders interessieren. Wir haben Teppichpythons da, wir haben Netzpythons hier, wir haben Tigerpythons. Können wir uns gleich alles anschauen, verschiedene Räume. Ja.
Und da können wir gerne mal durchgucken, wenn du schon. Genau, eben, das hatte ich gerade schon mit den Standorten, hatte ich es kurz erklärt. Ich habe was von zwei gesagt, gibt es sogar drei? Genau, wir haben für Schildkröten extra noch was. Also für Schlangen haben wir zwei Standorte, Krokodile und so weiter. Und dann haben wir einmal, wo nur Schildkröten sind, Celonia, eine alte Gärtnerei. Und die haben wir umgebaut für Schildkröten. Ach was, cool. Tom zeigt uns jetzt ein bisschen so die verschiedenen Bereiche. Das ist für Teppichpüten. Teppichpüten sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 6 Schlangen. Hier die verschiedenen Teppichpythons. Aha. Insgesamt haben wir um die 30 Teppichpythons bei uns im Moment in der Station. Und hier ist einer der Räume, wo wir dann die versuchen, naturnah zu halten. Wir haben Bodengrund drin, wir haben Wasserbecken, wir haben lebende Pflanzen. Das ist uns immer ganz wichtig, dass wir die immer wieder erneuern, für die Schlangen einfach ein Enrichment bieten mit Geruchsstoffen und so weiter. Ja. Wir haben Laub drin, Bodengrund aus dem Wald auch einfach. Und das Klima ist auf jeden Fall super. Ne? Man merkt es gleich, wenn man hier den Kopf reinstreckt, absolut tropisch, gell? Super Luftfeuchtigkeit, genau. Super Wärme. Wie macht das geschlechtermäßig? Ist da nur ein Mann drin oder sind da sogar mehrere Männer drin, die dann gucken müssen, dass sie sich wegen aus dem Weg gehen sozusagen? Genau, also Weibchengruppen funktionieren meistens ganz gut. Bei den Männern gucken wir auch, dass wir die Geschlechter getrennt machen, also Männergruppen, weibliche Gruppen. Und wenn eben was nicht funktioniert, werden die auch einzeln gehalten. Also die männlichen Tiere sind teilweise auch einzeln. In dem Fall sind es alles weibliche Tiere, genau. Okay. Also bei der Größe jetzt natürlich hätte ich mir auch vorstellen können, dass man vielleicht sogar zwei Männer reinmachen kann, die sich dann so ein wenig aus dem Weg gehen. Das ist ja, das hat ja mindestens 2x2 Quadratmeter, also mindestens 4, 5, 6 Quadratmeter. Genau, von der Größe her ist das auf jeden Fall gut für die Tiere. Das Management ist eher dann das Problem im Füttern. Dass jedes Tier eben wird rausgefangen und bei Teppichpythons rausfangen dauert schon ein bisschen und die dann einzeln füttern. Und bei uns natürlich die Vermehrung. Wir sind ja eine Auffangstation, wir sind keine Zuchtstation. Bei uns werden also keine Tiere nachgezogen. Das ist bei eierlegenden Schlangen kein Problem. Wir können die Eier vernichten. Bei lebend gebärenden Tieren ist es dann schon wieder ein Problem. Boas, Anacondas und so weiter. Da muss man natürlich auf die Geschlechtertrennung noch mehr achten. Okay, logisch, das macht Sinn. Mhm. Genau, wir haben dann verschiedene Räume nach und nach und haben eben verschiedene Tierarten einzeln drin. Man kann, das waren ja früher Katzenräume, also das waren Katzenzimmer, wo die im Tierheim hier die Katzen gehalten haben und wir haben das dann umgebaut für Reptilien. Ja. Das soll auch keine Dauerlösung sein, sondern es ist also nur eine vorübergehende Tierhaltung. Ja, für die Haltung ist bestimmt toll. Natürlich, vom Aufwand her ist natürlich schwierig, wenn er die füttert. Also jetzt Thema Reckhaltung, was ihr, soviel ich weiß, ja nicht besonders leiden könnt. Die Reckhaltung ist praktisch, man hat jedes Tier einzeln, ich kann es einzeln füttern. Wenn ihr hier anfangt mit Füttern, dann ist wahrscheinlich einer mal mindestens einen Nachmittag lang dran, jedes Tier einzeln zu setzen, einzeln zu füttern. Gerne habt ihr vom Arbeitsaufwand natürlich viel mehr, aber für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass das Tier im Fokus steht und nicht der Pfleger, sondern es geht darum, die Bedürfnisse des Tieres zu befriedigen. Tierschutz bedingt ja auch die tiergerechte und bedarfsgerechte Haltung und da ist das Tier nun mal im Mittelpunkt. Das heißt, das Management ist auch ein Punkt, der wichtig ist, aber prinzipiell ist es viel wichtiger, eben die Klimaansprüche zu erfüllen, Versteckmöglichkeiten zu bieten, Bademöglichkeiten. Und eben natürlich die Fütterung ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Deswegen haben wir hier im Moment vier Schlangen drin. Das sind einmal Tigerpythons, Albinos und eben Netzpython hier vorne. Tiger Retic oder verschiedene Farbvarianten. Genau. Okay. Und auch wieder Bodengrund, Verstecke, auch einfach Sachen von draußen nehmen. Ne? Einfach Wurzeln nehmen, die man draußen findet. Eben schon eine total naturnahe Haltung, gell? Ja. Schön, hier nur eine Quarantänehaltung von einem kleinen Weißbüscheläffchen. Das ist ein beschlagnahmtes Tier aus einem Tierschutzfall, das im Moment noch einzeln sitzt. Wir haben noch ein anderes Äffchen im anderen Quarantäneraum. Die sollen dann auch vergesellschaftet werden, was bei Affen, bei Säugetieren ja ganz häufig sehr wichtig ist. Bei Reptilien ja genau das Gegenteil. Häufig viel besser, wenn man sie alleine hält, einzeln hält, als in Gruppen. Ja, ja.
Und die Primaten, kann ich mir vorstellen, die werden natürlich auch echt ein Problem sein, gell? Zum einen. Wir kriegen häufig Anfragen eben über Veterinärämter, die eben solche Haltungen kontrollieren und dann eben auch gar nicht wissen, wo sollen sie diese schlecht gehaltenen Tiere unterbringen. Deswegen gibt es bei uns mittlerweile auch nicht nur Reptilien, sondern eben auch so Kleinsäuger, okay, bis zum Waschbär, was man vorhin gesehen hat, die Vermittlung von den Waschbären. Oder eben auch Serwale, die wir noch hier haben aus einer Beschlagnahme. Okay, ja, ich habe schon beim Reinlaufen, habe ich schon auf das mehr oder weniger neue Schild hingewiesen, Reptilien- genau, und Exotenauffangstation, gell? Ja. Oh, was haben wir hier? Papua-Varan. Genau, die sind auch noch aus einer Wegnahme, aus einer Beschlagnahme. Salvadori, oh Mann. Genau, da haben wir einen großen Mann, der ist leider nicht zu sehen. Da gehe ich jetzt auch nicht rein. In Bayern als Gefahrtier natürlich, ab einer gewissen Größe sind Großwarane, Großechsen auch gefährlich. Die Tierpfleger können reingehen, die können auch mit dem Tier umgehen. Ich gehe da jetzt nicht allein. Schade. Ja, der ist meistens hinten oben oder in seiner Box. Okay, vielleicht, wenn wir nachher einen Pfleger auftreiben können, wäre natürlich cool, wenn man da mal kurz reinfilmen könnte. Also so ein Salvadori ist schon was Besonderes, genau. Ist cool, genau, das ist was, denke ich. Schauen, ob wir das Weibchen sehen, weil wir haben ein zweites Tier. Die sind auch nicht zusammen. Vielleicht können wir den sehen. Auch wieder tropisches Klima natürlich. Und boah, hier, okay, cool. Genau, hier haben wir links um die Ecke rum eine Anaconda, eine gelbe Anaconda. Da ist die Vermittlung auch wieder relativ schwierig. Gelbe Anacondas und noch ein Tigerpython. Ein Tiger guckt da raus, gell. Okay. Genau, aber den Kleinen sieht man leider auch nicht. Der wird auch in seiner Röhre liegen. Der wird da oben die, im Kork sein, gell? Genau, die haben ihre Verstecke und nutzen die. Da geht's weiter mit Boa. Genau, das sind die Boa Constrictor. Da eben auch ganz wichtig, die Vergesellschaftung eben nur von Weibchen oder nur von männlichen Tieren. Im Endeffekt geht es genauso weiter. Wir haben Schlupfkästen auch, die sehen zwar nicht sehr hübsch aus, aber werden sehr gerne angenommen als Verstecke, Klettermöglichkeiten, weitere Verstecke. Ich sehe jetzt gerade gar keine, die werden alle in der Box liegen und sich verstecken. Einer versteckt sich hier. Ja, da ist eine, die habe ich auch gesehen, ja. Genau, gut getarnt im Blätterwerk. Boa Constrictor bei uns ein ganz großes Problem mit der Vermittlung, weil wir fast nie Dokumente zu den Tieren haben und damit natürlich auch keine Herkunft bescheinigen können oder also irgendwelche Inselformen, Farbvarianten, aha, was die Leute eben bei Boa Constrictor häufig suchen. Bei uns ist es einfach eine hübsche Boa, okay, die gerne vermittelt werden kann, aber wir können nichts zur Herkunft sagen. Ach was, okay, naja klar, dann ist alles am Schluss in Anführungsstrichen nur noch Mixboa. Genau. Und das ist das, was es leider mehr oder weniger schon genug ist. Das ist natürlich schade. Ja. Das ist bei uns das Problem. Wir haben 30 bis 40 Boa Constrictor im Moment bei uns. Okay. Also das sind wirklich viele Tiere. Hier haben wir nochmal Boa, gell? Das sind nochmal Boas, genau. Ah, guck, hier sieht man sie ganz gut an der Seite. Am Fenster liegen. Das sind dann ein größeres Exemplar, genau. Das sind jetzt insgesamt 3 Weibchen in dem Raum. Und hier nochmal Netzpythons mit. Genau. Die sind auch drin, oder? Sind auch drin, ja. Ach was? Also hier oben liegt ja eine. Liegt eine. Oh, hübsch. Den Kopf sieht man vielleicht auch, genau. Wir gucken, dass da unten. Ja, ich passe auf. Da rietig uns nicht. Genau. Das sind 2 übereinander, genau. Und dann kommt noch ein Tigerpython. Auch ein sehr schönes Exemplar, ein sehr helles, aber auch. Hypo-Tiger kommt hier angekrochen. Ich könnte mir vorstellen, wenn die Tür aufgeht, dann denken die natürlich, oh, guck hier, jetzt kommt irgendein Häschen oder eine Ratte oder irgendwas an. Genau. Gell? Jetzt pass auf, dann tu du die mal in Schacht halten. Gerne. Kann ich mal die Beuger filmen? Die Vergesellschaftung machen wir häufig aus Platzgründen. Also es ist wirklich so, dass wir manche Dinge vergesellschaften, wo wir uns natürlich überlegen, klimatisch passt es. In Zoos oder Privathaltung wird man manche Sachen nicht so vergesellschaften. Bei uns ist manchmal wirklich das Platz ein Problem, dass wir wirklich sagen, okay,
Netzpythons, Tigerpythons zusammen geht vom Klima und wir haben nun mal diesen Raum jetzt eben für die männlichen Tiere zum Beispiel oder die weiblichen Tiere und dann vergesellschaften wir die. Ja. Und in dem Fall mit den Boigas oben, die sind natürlich kletternd, die sind oben im oberen Bereich, da kann man die natürlich auch noch mit dazusetzen, weil es klimatisch eben passt und die Tierpfleger auch mit Gefahrtieren, also mit Trugnattern oder auch leicht giftigen Schlangen natürlich hantieren können. In Bayern sind ja auch die Netzpythons und Tigerpythons als gefährlich eingestuft. Man braucht eine Sondergenehmigung für solche Tiere, darf die privat eigentlich nicht halten. Man sieht aber hier, die sind nicht gefährlich in dem Sinn, dass sie mich jetzt sofort attackieren und mir am Bein hängen, sondern das sind eigentlich recht ruhige Tiere und wenn man mit denen gut umgeht, funktioniert das eigentlich wunderbar. Aber die Größe natürlich, so eine Netzpython, wenn die doch mal über 3-4 Meter lang wird, dann ist er halt schon für den Menschen so gefährlich, dass man sich nicht mehr selber lösen kann, wenn die attackiert und würgt. Und deswegen sollte man da immer zu zweit, zu dritt auch nur reingehen. Bei uns manchmal eben die Vergesellschaftung noch mit Boas und Tigerpythons oder Boas und Pythons zusammen. Da passen wir schon auf. Da gibt es ja IBD, Inclusion Body Disease, was für Boas unterschiedlich problematisch ist wie für Pythons. Wir testen alle Tiere, die hier reinkommen in der Quarantäne und erst wenn sie negativ sind, kann man sie dann auch zusammenhalten. Okay. Boas und Pythons trennen wir trotzdem meistens. Ja, trotz also, Tests. Weil der Lebensraum ja fast gleich ist. Also klimatisch wäre es schon möglich, genau, aber durch diese Viruserkrankung und so weiter, weil die unterschiedlich sensibel darauf reagieren, sollte man da doch aufpassen. Macht Sinn, okay, cool. Sind wir durch mit den großen? Wir sind bei den Schlangen durch. Wir haben hier noch ein schönes Becken, nur zur Vollständigkeit halber, weil wir hier oben sind. Da sind Moschusschildkröten drin und ein paar Fische. Wenn man genau hinguckt, sieht man vielleicht noch irgendwo eine. Das sind kleinbleibende Wasserschildkröten, die wir auch sehr gerne vermitteln. Ziel bei uns ist ja immer die Weitergabe der Tiere in Privathand. Das heißt, die Leute bewerben sich bei uns und können bei uns dann Tiere übernehmen, wie im normalen Tierheim, nur dass wir halt keine Hund, Katze, Maus haben, sondern eben exotische Tiere. Kommt eine, jetzt kommt eine hier. Hat gleich gesehen, dass wir hier reden. Also es sind wunderschöne Tiere, die eben ausgewachsen sind in der Größe. Wenn man jetzt ein 1 Meter, 1,50 Meter Becken hat, Aquarium, Aquaterrarium, kann man die wunderbar halten in so einem Terrarium, Aquaterrarium. Mhm. Und von der Art haben wir auch immer welche hier, die wir dann gerne vermitteln. Ja, jetzt gekrault werden, gell? Super. Ja. Hört mal, Leute, hier mein Outro-Tierchen sozusagen, der Jimmy, habe ich euch eingangs schon kurz gezeigt. Ja, guck mal. Genau, nehmt immer gerne Kontakt auf. Einmal Händchen halten hier, wir zwei. Ja, die Ketten sind natürlich auch schön. Oh, die mir bitte nicht unbedingt wegnehmen. Genau, mit dem Rücken kraulen, gell? Nur kurz. Das mag er gern. Das mag er gern, genau. Ja, das ist ein Weißhandgibbon, der jetzt leider schon 2 Jahre bei uns ist und ist immer einzeln gehalten worden und braucht jetzt dringend Vergesellschaftung. Sind natürlich sehr soziale Tiere, Affen. Und wir sind sehr froh, dass wir den jetzt bald vermitteln können. Wir haben endlich einen Zoo gefunden, wo der dann nächste Woche, in 2 Wochen vermittelt werden kann. Ach was, hat da jemand gefunden? Ja, genau. Hat lange gedauert, wie gesagt, 2 Jahre haben wir gesucht. Komm mal hier hoch, Jimmy. Komm, dass wir dich sehen, komm. Finger im Mund, genau. Hier, sehr schön. Okay, und das heißt, du sagst, den habt ihr so lange hier? Also den hat auch irgendjemand privat gehabt, hat sich gedacht, ach toll, ich wollte schon mal einen Gibbon daheim haben oder was? Genau, so war das. Also das ist ein im Zoo gezüchtetes Tier und wurde dann im Handel verkauft. Und anscheinend hat sich da ein Privatmann gefunden, der sich gedacht hat, so ein Gibbon kann ich zu Hause halten. Aha. Hat aber keinerlei Genehmigung gehabt für die Gehegebau und so weiter, auch nicht gemeldet, artenschutzrechtlich. Jetzt zieht er mir gerade an den Haaren, genau. Sehr gut. Hey, kleiner Mann. Und dann haben die Behörden das Tier weggenommen. Okay. Also ich bin ja ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich natürlich ja völlig für die Reptilienhaltung plädiere und sage, Reptilien kann man gut halten und meiner Meinung nach kann man auch einen Tigerpython und so weiter gut halten, wenn man natürlich den entsprechenden Platz bietet. Aber ein Platz für einen Tigerpython, da reden wir von 3-4 Quadratmeter Fläche oder 5, glaube ich, ist durchaus machbar. Jetzt bei Primaten bin ich auch absolut skeptisch. Ne? Ich meine, ich hatte es schon in meiner alten Reptil-TV-Folge erzählt, die Affen waren immer die Tiere meiner Kindheitsträume, ne, mit Daktari aufgewachsen. Da hat man sich immer gewünscht, ach, ich will auch unbedingt einen Affe. Jetzt muss ich sagen,
Man kann einen Affe nicht, also fast niemand, sagen wir mal fast niemand, kann einen Affe zu Hause halten. Ne? Vielleicht die ganz kleinen Arten, wenn man da sich wirklich Mühe gibt und den Riesenplatz zur Verfügung stellt und auch den Geruch, muss man ja auch sagen, in Kauf nimmt und so weiter. Ne? Das will man auch nicht unbedingt daheim haben. Aber ein Gibbon, ne? Das ist so ein Riesentier, also da muss man ja... Ja, das sehen wir genauso. Also viele Reptilienarten kann man sehr gut zu Hause halten, weil man die Bedürfnisse einfach relativ einfach befriedigen kann. Man muss sich natürlich im Vorfeld Wissen aneignen, Fachkunde erwerben und kann dann eine Schlange, ein Gecko, Echse, was auch immer, Schildkröten sehr gut zu Hause halten. Bei vielen Primaten jetzt natürlich ganz extrem, aber andere Säugetiere auch, ist es sehr aufwendig. Allein schon die Sozialisation, also die Gruppenhaltung, die Vergesellschaftung und so weiter, ist häufig sehr, sehr viel komplexer als bei Reptilien. Und deswegen sind wir auch der Meinung, dass viele Reptilien sehr gut tierschutzkonform gehalten werden können. Mhm. Aber eben sowas hier echt absolut eben nicht mehr grenzwertig, sondern eigentlich geht nicht. Fast nicht möglich, also privat eigentlich nicht möglich. Ja, auch die ganzen Katzen, Raubkatzen und so weiter, das funktioniert in Privathand eigentlich gar nicht. Ja. Daumen hoch, wenn ihr es genauso spannend fandet wie ich. Aber auch der Verweis eben auf eure Reptilienauffangstation, beziehungsweise wir machen jetzt noch ein kleines YouTube-Video ein für uns. YouTube-Video von euch, genau. Da machen wir noch eine Folge dazu, wo wir auch nochmal aufs ein oder andere eingehen. Nochmal tausend Dank, dass Gerne. Ich kommen durfte. Und vielleicht machen wir irgendwann mal einen Teil 2 in einer von den drei Stationen. Und auch hier haben wir sicher eine gute Idee. Und Johnny, dir alles Gute in deiner neuen Heimat, okay, auf dass du vielleicht ein nettes Hoppala, dass du eine nette Chain findest oder wie immer sie dann heißt. Okay. Also, dann bleibt mir treu und checkt die Reptilienauffangstation München. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.